Ich war ein paar Jahre Lehrer, wie gesagt, in der Käthe-Müller-Schule in Linz, zweites Bundesgymnasium. Kenne Ihre Anliegen, Ihre Probleme natürlich aus der familiären Anschauung und von innen. Ich werde Ihnen keine Geschichtsvorlesung halten, wie es am Programm steht. Das kennen Sie, das wissen Sie. Ich bringe keine historischen Fakten, sondern ich breche das Thema, und das gefällt mir ganz gut, Professionalität im pädagogischen Handeln herunter auf Ihre konkrete Arbeit mit einer kleinen Sprachbetrachtung. Fühlen Sie sich ein bisschen provoziert, das schadet nicht. Szene 1, die ich Ihnen beschreibe. Eine Professorin stellt die Prüfungsfrage, ich versuche ja auch den Sprachduktus nachzuahmen. What is an island? Darauf die Schülerin sichtlich gelangweilt, a piece of land surrounded by water. Die Professorin, very good, very good. Nicht erfunden, selbst miterlebt. Und nicht in einer vierten oder fünften Klasse, wo man es erwarten könnte, diese schwierige Frage, sondern bei der Maturaprüfung. Szene 2. Ich stehe vor der Zimmertür im Hotel, bemerke, dass ich den Schlüssel unten beim Pool vergessen habe und frage eine vorübergehende junge Frau, Zimmermädchen, sie möge mir doch bitte mein Zimmer aufsperren. Sie bedauert und erklärt mir, das dürfe sie nicht, denn da könnte jeder kommen und sagen, das sei sein Zimmer, da könnte er überall hineingehen. Das war in keinem englischsprachigen Land, das war in Vietnam. In einem Provinzkaff, würden wir sagen. Ein Prüfer lässt bei der mündlichen Matura etwa Shakespeare-Sonette interpretieren. Seine Kollegin stellt die Island-Frage. Für mich ein Argument für die Zentralmatura. Und das Schlüsselproblem im Hotel? Können alle unsere Maturanten, könnten Sie alle jemandem aus dem Stegreif, ohne sich vorzubereiten, erklären, warum Sie ihn nicht aufsperren? Alle haben wir in Englisch maturiert. Könnten wir es? Das vietnamesische Zimmermädchen war nicht überfordert. Ja, wir sprechen heute über Bildung ohne Grenzen, die europäische Dimension in der Bildung mit dem Fokus auf die Jugend in Europa, also sagen wir die internationale Dimension. Ein Anliegen muss unbedingt Sprachbeherrschung sein. Und deshalb rufe ich allen Lehrern zu, wer in der Sprachenausbildung keine hohen Ansprüche stellt, der versündigt sich an der Jugend. Das gilt für mich für alle Bildungsebenen von der Volksschule bis ja, ganz nach oben. Was heißt aber, wer zu wenig verlangt, versündigt sich an der Jugend? Was heißt verlangen in der Schule? Dieser Ausdruck, es ist ein Gedankenkonstrukt, von jemandem etwas verlangen, das stammt aus einer anderen Zeit. Mit anderen Idealen, mit zum Glück überwundenen Vorstellungen im Bildungserwerb. Denn Verlangen in der Schule, das impliziert immer den erhobenen Zeigefinger, sonst. Wenn du nicht, dann. Verlangen bitte wir nicht. Ja, bieten wir Positives an. Leben wir der Jugend vor, wie bereichernd, ja beglückend es ist, sich mit Menschen aus anderen Ländern unterhalten zu können. Sie müssen es miterleben. Und diese Chancen müssen wir ihnen geben, diese Situationen müssen wir aufbauen. Und sie müssen die Überzeugung vermittelt bekommen, wenn du dich bemühst, du schaffst es. Egal welche Sprache. Wichtig ist aus meiner Sicht, und ich blicke jetzt doch auf einige Jahrzehnte, zurück, in denen mich das Leben rund um den Erdball getrieben hat.
Wichtig ist das drauflos plappern ohne Scheu. Wenn ein Schüler ein normales Alltagsgespräch mit einem Native Speaker führen kann und dabei von mir aus 5, 6 schwere Grammatikfehler macht. Alleine der Ausdruck ist schräg. Aber er kann ein normales Alltagsgespräch führen. Ist das nicht wirklich gut? Ein anderer Schüler bleibt im Gespräch einsilbig. Er ist vorsichtig in dem Bestreben, nur ja keine Fehler zu machen. Und es entwickelt sich kein Hin und Her im Gespräch. Er macht keine Fehler. Aber ist das besser? Welchen würden Sie wie beurteilen? Sollten wir nicht die fehlerhafte, aber flüssige Sprache als besser empfinden? Das Sprachniveau zu heben, das erfordert die besten Lehrer. Und das sind nicht unbedingt die, die selbst das meiste können, die selbst am besten können, sondern das sind jene, die die Freude daran wecken, zu wecken verstehen. Und diese Aufgabe stellt höchste Ansprüche an Sie und an die Direktoren und an die Inspektoren. Denn die sollten dann akzeptieren, wenn ein Lehrer die mündliche Leistung höher bewertet und als wichtiger sieht als die schriftliche. Ich hatte in meiner Lehrerzeit eine für mich sehr schwierige Diskussion, nennen wir es einmal. Es war eher eine Streiterei mit meinem Direktor. Und das geht für einen Junglehrer normalerweise nicht gut aus. Ich bin nicht von meinem Standpunkt heruntergegangen, dass ein Schüler, der bei 6 Schularbeiten 4 Fünfer schreibt und 2 Vierer mit Nachsicht, nur weil er so viele Fehler macht, der sich aber eigentlich sprachlich gut ausdrückt und vor allem der dahin, wie ich sage, plappert, der einfach alles sagen kann in der Fremdsprache, dass ich den positiv beurteile im Jahreszeugnis. Das habe ich verteidigt und habe es ja, trotz aller Vorhaltungen durchgebracht. Der Direktor wollte, dass ich dem einen 5er gebe im Jahreszeugnis. Ich hoffe, das ist überwunden. Und dieses Beispiel kann man natürlich umdrehen. Wenn jemand fehlerfreie Kurzaufsätze schreibt, aber ein möglichst einfaches Englisch schreibt, möglichst einfach, damit er nur ja keine Fehler einbaut, ist das wirklich sehr gut? Auch wenn kein Fehler drinnen ist? Für mich nicht. Unser Tagesthema lautet also Bildung ohne Grenzen. Nehmen wir es jetzt einmal wörtlich. Grenze. Nur mehr ein Farbstrich auf der Landkarte, aber keine Barriere im Böhmerwald ist die Grenze zwischen Oberösterreich und Südböhmen, zum Glück. Dort oben, hart am früheren eisernen Vorhang, besuchen österreichische und tschechische Schüler und Schülerinnen gemeinsam die Höhere Lehranstalt für Tourismus in Bad Leonfelden. Die Schule kenne ich sehr gut, ich habe mich mit der auseinandergesetzt, weil sie mich interessiert. Nach 5 Jahren haben die Absolventinnen dort nicht nur das Maturazeugnis in der Hand, sie haben auch Berufslehrabschlüsse in der Tasche und vor allem, sie mussten 2 Fremdsprachen lernen, 2 moderne Fremdsprachen, Englisch plus eine romanische Sprache, alle 3 werden angeboten, die wichtigen, Italienisch, Spanisch, Französisch, und die tschechischen Schülerinnen, Schüler und Schülerinnen, die haben auch noch Deutsch bis zum Matura-Niveau erworben. Das ist eine Lebensgrundlage. Das ist eine riesige Chance für das ganze Berufsleben. Haben Sie das geschafft, Ihnen passiert nichts mehr, wenn Sie einen Beruf suchen in der Tourismusbranche oder auch woanders. Die Wurzel Ihres Erfolgs liegt natürlich zunächst einmal in der persönlichen Disposition. Sie müssen schon auch ein bisschen Talent mitbringen und Eifer. Aber dahinter steckt der fruchtbare Boden des Nebeneinanders an der Staatsgrenze. Das bietet riesige Chancen. Wir sagen immer, wir haben es jahrelang gehört, ja, die Armen da oben,
im Böhmerwald, sie sind ja so weit weg von überall. Ich stamme von dort, ich bin direkt an der tschechischen Grenze aufgewachsen, auf unserer Seite. Hatte ein Großelternpaar von drüben, wie wir sagen, also Trent und Herrent, oberösterreichisch. Das bietet Chancen im Leben, wenn man sie ergreift. Doch es gibt auch Gegenbeispiele, wie immer. Egal aus welcher Schule jetzt. Mein Sohn lernte 5 Jahre lang Englisch und Italienisch. Solange er Schüler war, schwärmte er von seiner Italienisch-Professorin. Ich auch. Jung, sehr hübsch, immer gut aufgelegt, immer freundlich und, das Wichtigste für den Schüler, die verlangt nicht so viel. Dann studierte er auf der Universität Innsbruck und innerhalb kürzester Zeit beklagte er, dass er sich mit den Südtiroler Studentinnen nur auf Deutsch unterhalten könne. Das können die alle perfekt natürlich, denn auf Italienisch konnte es nicht. Nach 5 Jahren in einer Oberstufenform einer Schule. Und sehr viel aus unserer Sicht jetzt einfachere Sprachen zu erlernen als Italienisch finden Sie nicht auf diesem Planeten. Noch dazu, wenn Sie Latein gehabt haben. Heute sagt er, wir haben die Italienischstunden nur abgesessen, hätten wir doch auch etwas gelernt. Ich behaupte und ich sage Ihnen das aus voller Überzeugung, Lehrer und Lehrerinnen brauchen nicht momentan beliebt zu sein. Der Elchtest für Ihre Arbeit, der erfolgt nachher bei dem, was wir die Nachred nennen. Wenn die Schüler später sagen, der hat viel verlangt, aber jetzt kennen wir was, das ist die beste Nachred, die sie haben können. Und das ist auch positiv gemeint von Ihren früheren Schülern und Schülerinnen. Kurzer Sukkus. Die Jugendlichen haben ein Recht darauf, gefordert zu werden. Ich arbeite gern anekdotenhaft, wie Sie merken. Anderes Beispiel. Eine Linzer Hauptschule hatte im Schuljahr 2009/10 etwas mehr als 80 Schülerinnen, eine kleine Hauptschule also, mit folgenden Muttersprachen, die da vertreten waren. Französisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Serbisch, Tschechisch, Kroatisch, Bosnisch, Rumänisch, Ungarisch, Albanisch, Türkisch, Kurdisch, Armenisch, Persisch, Chinesisch, Paschtu, das ist Afghanistan, Tschetschenisch und Urdu, Pakistan. Und Deutsch. Nicht als Sprache der Mehrheit allerdings. Etwa 85 Schülerinnen, 20 Muttersprachen. Dieses bunte, wirklich bunte Gemisch, nicht nur optisch, sondern kulturell vor allem. Lauter Menschen, die in Österreich leben können, dürfen, müssen, sie sind einfach da. Dieses bunte Gemisch in die Gesellschaft unseres Landes zu integrieren, ins Gemeinschaftsleben einzubinden, das ist eine Aufgabe. In der früheren Sowjetunion hätte man gesagt, für Helden der Arbeit. Das sind Lehrer, die das schaffen. Ich bewundere sie. Viele von Ihnen werden ein Völkergemisch in der Schule haben. Ich bewundere sie. Wie können wir sie zusammenführen? Was tun? Haben wir nicht schon alles ausprobiert und sind mit fast allem ein bisschen gescheitert? Fällt uns vielleicht noch eine völlig verrückte, unkonventionelle Methode ein? Machen wir es einfach komplett anders? Mit der Direktorin dieser erwähnten Schule verbinden mich zwei Sachen. Das ist unser starkes Engagement in der oberösterreichischen Volkskultur. Und der Ehering. Ihr konnte ich was Verrücktes vorschlagen, nämlich lasst es mich mit Lyrik versuchen. Jetzt spinnt er endgültig, würden sich die meisten denken.
in einer Hauptschule mit fast lauter Kindern mit Immigrantenhintergrund oder Immigranten, je nachdem, von wo man es anschaut. Es mit Lyrik probieren. Können wir 12- bis 15-Jährige unserer Zeit dafür begeistern? Können wir ihnen Gedichte schmackhaft machen? So was Altmodisches. Bringen wir sie vielleicht sogar dazu, selbst Gedichte zu schreiben? Absolut uncool. Was machen wir? Wie nehmen wir ihnen die Scheu? Was immer sie tun, nehmen sie ihnen die Angst vor Fehlern. Das ist für mich das Grundproblem von Schule. Angst vor Fehlern. Wir haben uns für Gedichte noch dazu in Mundart entschieden. In der Umgangssprache. Und als oberste Botschaft habe ich Ihnen gleich anfangs vermittelt, es gibt keine Fehler bei dem, was wir gemeinsam jetzt machen. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Gutes und Besseres. Und wenn etwas nicht ganz so gut ist, dann bessern wir es doch gemeinsam auf, motzen wir es ein bisschen auf. Man muss sich ja schon auch in der Sprache etwas anpassen. Oder wie es ein... Sie haben gelesen, dass ich auch den Stelzheimerbund übernommen habe als Quereinsteiger. Ja, Interesse an der Sprache. Und da hat einer unserer bekanntesten Oberösterreicher auf diesem Gebiet immer gesagt, los, außer wie es drin ist. Ein Bub hat mich gefragt, darf ich Bosnisch schreiben? Es ist zwar der Sinn, dass Sie jetzt Deutsch lernen und Ihre linzerische Umgangssprache, die wirklich nichts Schönes ist, auch ein bisschen in Form bringen. Ich habe gesagt, natürlich kannst du Bosnisch schreiben. Wir werden es zwar nicht verstehen, aber wenn du es uns vorträgst, nicht vorliest, vorträgst, den Klang und den Rhythmus deiner Sprache, den können wir genießen. Und da hören wir schon, ob es ein Gedicht ist oder irgendetwas. Also diese Schüler sollten sich dem unbekannten Erlebnis Dichten hingeben. Allein oder auch zu zweit, manche haben es zu dritt gemacht. Und was dabei herausgekommen ist, ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Drei Schülerinnen einer zweiten Hauptschulklasse haben das folgende Gedicht gemeinsam geschrieben. Titel Frühling. Spürst du nicht die Kraft, die zu dir geht, wenn's glücklich auf der Wiesen liegst und siehst, wird Vogel fliegen, wird Asteln leicht im Wind sibieren. Merkst du nicht die Kraft, die zu dir geht, wenn's glücklich durch den Bach marschierst und spürst, wird Sonne schon locht, wie der Frühling erwacht. Spürst du nicht die Kraft? Wir haben keine Silbe verändert, ich schwöre es. Die Autorinnen, 12 bzw. 13 Jahre alt, tragen folgende Namen. Leila Dropic, Herolinda Abdullah und Shenete Süleymani. Haben wir nichts zusammengebracht mit denen? Beeindruckend sicheren Umgang mit der Sprache lassen Gedichte einer 14-Jährigen aus einer anderen Schule erkennen. Ein Mädchen mit portugiesischer Muttersprache. Sie hat gesagt, ich habe ein Glücksgedicht geschrieben. Schön. Glück. Schon der Titel trägt das I drinnen, also sie hat unsere Umgangssprache schon drauf. Glück. Es kommt so nah und du so fern. Es geht weit weg. Und so wie einer von den Sternen, ein ganzer kleiner, so leicht's oft schwach am kurzen Augenblick des Glück. Gedanken in so jungen Jahren, schon von Lebenseinsicht kündend eigentlich. Sie heißt Sophie, diese jetzt, glaube ich, 17- oder 18-jährige Schülerin. Damals war sie 14, wie gesagt. Und dann hat sie mir ein Schmerzgedicht in die Hand gedrückt, nicht vorgelesen in der Klasse, sie wollte nicht irgendwie so dann auf einem Tablett stehen. Schmerzgedicht.
Schmerz ist da, er kommt und bleibt im Herz und schreit nach Aufmerksamkeit. Was er braucht? Die. Es gibt kein Die, so a Camille. Camille, kein Herz, kein Herz, kein Schmerz, kein Schmerz, kein Lord, kein Lord, keine Aufmerksamkeit, kein Die, kein Die. Camille. Ja, dieses Projekt Mundart in der Schule hat unendlich viel Zeit verschlungen. Ich habe es an 5 Schulen gemacht und bin dafür zwischen dem oberen Müllviertel und Windischgarsten durch die Lande gefahren. Jede Minute hat sich gelohnt. Sicher für mich, hoffentlich auch für die Schülerinnen und für ein paar Lehrerinnen. Sie werden verschiedene andere Methoden finden, suchen Sie danach, bitte. Und vermitteln Sie unseren Jugendlichen die Freude an der Sprache. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges, es hilft Ihnen im ganzen Leben. Freude an der Sprache, egal welcher Sprache. Freude und Sprachgefühl, es hilft. Sprachkenntnisse sind doch eine Erfolgschance im ganzen Leben. Und wir brauchen das Gefühl, dass alle die, die sowieso zu uns kommen, reden wir nicht mehr darüber, ob sie da sind, ob wir sie wollen oder nicht. Sie sind da. Ich persönlich freue mich darüber, weil es eine Bereicherung ist. Aber auch wenn man sich nicht darüber freut, es ist egal. Es ist eine Bereicherung und machen wir das Beste daraus. Niemand leugnet natürlich die Reibungsflächen, die sich ergeben. Aber Verständnis wecken, Verständnis vorleben, ihnen zeigen, wie man damit umgehen kann, das ist ja, wahrscheinlich ein sehr wichtiger Teil dieses Friedensprojekts Europa. Dazu wäre es allerdings auch wichtig, die aufwachsenden Kinder auch in ihrer Muttersprache auf ein Mindestniveau zu bringen. Ganz etwas Wichtiges, und das wird in den Schulen, argwöhne ich, belehren Sie mich, wenn es eh nicht stimmt, das wird in den Schulen wahrscheinlich vernachlässigt. Es genügt nicht, wenn Sie halbwegs gut Deutsch können, wenn Sie mit der Schule fertig sind. Sie sollten Ihre eigene Muttersprache noch besser können. Und es gibt jetzt einige Jugendliche bei uns, die können weder gut Deutsch noch gut Türkisch. Und das ist schlimm. 2 vergebene Chancen in einem Leben. In Bukarest traf ich Adrian, einen 25-jährigen Rumänen, der offen bekannte, er habe nichts gelernt, außer den beiden Sprachen. Deutsch im Alltag, in der Schule, da seine Eltern damals in Bayern arbeiteten, als er Kind war, und Rumänisch, da die Eltern es konsequent von ihm verlangten. Adrian hat, wie gesagt, keine andere Berufsausbildung, doch er zählt zu den Aufsteigern seiner Generation in Rumänien. Er übersetzt Schriftstücke für Unternehmer aus beiden Ländern und er führt so manche Touristengruppe durch das Land. Ja, und seine Schwester ebenso. Die sitzt im Bukarester Büro eines erfolgreichen österreichischen Unternehmens und beide haben für rumänische Verhältnisse ausgesorgt. Aber es ist ja nichts Neues. Sprachkenntnisse fördern beruflichen Erfolg. Vor allem vermitteln sie aber Freude und vielleicht das Wichtigste, Selbstbewusstsein. Diese Menschen trauen sich überall hingehen und sie reden. Sie trauen sich zu reden. Daran wollen wir glauben. Allerdings nicht blauäugig, naiv. Sprachen, natürlich verbinden sie, aber es gehört viel mehr dazu, den Frieden, wie ich gesagt habe, das Friedensprojekt zu erhalten. Wir erleben es ja gerade, wenn alle Russisch können, müssen sie sich noch lange nicht vertragen. Wer miteinander reden kann, kann leider auch trefflich miteinander streiten. Allerdings ist Streiten besser als die üblichen Arten, etwas auszutragen. Es ist eigentlich schrecklich, diese Zahl, die jetzt kommt. Vor 43 Jahren war ich schon ein Erwachsener. In der Brezhnev-Ära
habe ich begonnen, die Sowjetunion zu bereisen. Nicht nur die großen Städte, von denen manche noch anders geheißen haben. Mir passiert heute noch, dass ich zu St. Petersburg Leningrad sage, weil ich es so kennengelernt habe. Ich war auch im Provinzkaffs und ich habe die großen Ferien 1976 und 1977 an der russischen Sommeruniversität studiert. Professorinnen der Moskauer Lomonossow-Universität unterrichteten in ihren Ferien in einer bei uns unbekannten Küstenstadt am Schwarzen Meer namens Sotschi. Später habe ich Fernsehdokumentationen gedreht, unter anderem auch in bitterarmen, abgelegenen Gebirgsregionen in der ehemaligen Sowjetunion, in der heutigen Ukraine, im ehemaligen K&K-Kronland Galizien. Das hat mich fasziniert, wie die Menschen dort leben. Im Theresiental, in den ukrainischen Waldkarpaten, dort, wo sich Fuchs und Hase und tatsächlich auch noch Bär gute Nacht sagen, dort habe ich die Lehrer einer Grundschule unendlich bewundert. Die hatten nichts. Nichts an Möglichkeiten, wie wir sie heute in den Schulen vorfinden. Gar nichts. Und sie haben die Kinder dreisprachig unterrichtet. Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Und sagen Sie jetzt nicht, na, Ukrainisch und Russisch ist ja das selbe. Nein, nein, so ist es nicht. Es ist ungefähr so wie Niederländisch und Deutsch. Also ein bisschen Unterschied gibt es schon. Man versteht nur leichter. Ja, so hat der Lehrer in mir immer den Zugang in allen Kulturen zur Schule, zum Schulsystem und damit zu Lehrern und auch zu Jugendlichen gesucht und gefunden. Sprache hilft Ihnen im Leben. Sie wissen es doch, die selbst Sprachen unterrichten. Geben Sie das mit dieser Freude daran weiter. Auf einer pakistanischen Hochebene, ganz hoch im Norden, wo man schon kurz vor der chinesischen Grenze sich befindet, beim Hunzertal, sagt Ihnen vielleicht auch, das ist dort, wo der Aga Khan herstammt, haben wir eine Mädchenschule gefunden. Und die Lehrerin dort hat uns von dem unbändigen Bildungshunger erzählt. Aber sie haben keine Chance. Doch ein bisschen Englisch haben sie gemacht. Und was mich fasziniert hat, wie wir gekommen sind, ein kleines Fernsehteam, sind sie aufgestanden. Ich habe gesagt, könnt ihr uns was singen? Und sie haben uns die pakistanische Hymne vorgesungen. Und dann hat mir die Lehrerin ganz stolz erzählt, sie haben versucht, sie ins Englische zu übertragen. Das bringt etwas. Warum ich Ihnen solche Anekdoten erzähle, und damit komme ich zum Ende, weil uns ständig die Korrekturkeule droht. Fahren Sie bitte ab damit. Wir sind zu feig geworden, viele von Ihnen werden mir das bestätigen, wir sind zu feig, in einer fremden Sprache zu reden, obwohl wir sie vielleicht einmal gelernt haben, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Im Kulturhauptstadtjahr 2009 haben sich Ausländer darüber lustig gemacht, wenn sie in der Kulturhauptstadt Menschen auf der Straße ansprechen auf Englisch, sie kriegen kaum eine Antwort. Das passiert ihnen bei uns, weil wir die Angst vor den Fehlern haben. Die steckt in uns drinnen. Bessern Sie bitte beim freien Sprechen, schriftlich ist anders, bessern Sie bitte beim freien Sprechen nicht aus, unterbrechen Sie nicht korrigierend. Lassen Sie sie dahin plappern. Vielleicht sagen Sie ihnen unter Umständen nicht einmal nachher, was alles falsch war, denn es nimmt die Freude daran. Wecken Sie und vermitteln Sie Lust an der Sprache und bauen Sie bitte diese Grenzen ab. Dankeschön.